Schafe auf dem Dach des Werksviertels Mitte. Wie kommt's oder was hat es damit auf sich? Wir wollen eigentlich mit diesem Projekt möglichst viele Nachahmer finden. Und so in den 2000er Jahren war ja diese Thematik mit Photovoltaik auf Dächern ganz groß und es wurde auch groß gefördert. Und ich bin hier im Areal, im Werksviertel Mitte, zuständig für die Nachhaltigkeitsentwicklung. Die spannt sich auf an ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien. Die Photovoltaik ist eher auf der ökonomischen Seite angesiedelt. Und wir wollen hier ein ökologisches System schaffen, wo die Schafe auch dazugehören. Wie geht's weiter? Ja, wir haben beispielsweise hier drüben das Werk 17, da haben wir auch eine Dachbegrünung, die ist extensiv. Wir haben hier eine intensive Dachbegrünung, wo wir auch dazu Wasser geben müssen in Stoßzeiten. Und drüben haben wir ein ganz anderes Thema, das Thema Insekten, wo wir mit Totholz und kleinen Tümpel und Sandanlagen arbeiten, wo wir im Prinzip die Infrastruktur für die Insekten stärken wollen. Hier auf dem Dach haben wir eine Grünfläche, die schlichtweg gepflegt werden muss und das wird sie mittels der Schafe. Wie lang sind die Schafe hier schon und wie lang werden sie bleiben? Schafe sind hier seit gut 2 Jahren und die werden hier bleiben, bis das Haus irgendwann mal zusammenfällt. Und das wird es wahrscheinlich nicht. Also dieses System funktioniert. Wir haben jetzt auch in meiner privaten Schafhaltung, das erste Jahr ist das Allerwichtigste, weil man da alle Erfahrungen macht. Aber wir haben jetzt schon den zweiten Winter hier oben bestanden und es funktioniert. Man muss einfach jeden Tag sich drum kümmern und schauen, dass es läuft. Aber wir haben bisher keine Probleme gehabt. Was für Schafe? Das sind Walliser Schwarznasenschafe. Die wurden gezüchtet für die Hochlagen im Wallis, um diese Regionen noch landwirtschaftlich nutzen zu können. Und wir haben hier jetzt 3 Muttertiere und 1 Widder und die dazugehörigen Lämmer.